Here we go! Hallöchen Leute, Wallamorgulis und willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Smaragd Nuzlocke Challenge. Mit Randomizer. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Oh! Ja! Was machst du hier? Ich bin von Team Aqua. Du hast mich in den Boden gestampft. Erinnerst du dich? Im Metaflor-Tunnel? Hier, das ist für dich. Vergeben und vergessen. Wahnsinn, oder? Das sind wir mir nochmal richtige Gangster. Richtige Gangster. Du machst sie fertig. Die schenken dir was. Das ist wie in Pokémon Rot-Blau. Gelb, wenn ich mich nicht irre. Weiß ich aber gerade nicht. Auf jeden Fall Rot-Blau. Wo sie dir doch tatsächlich ein Nugget schenken, wenn du sie alle besiegst. Was ist das? Was ist das? So, Raub. Achso, ja. Stand ja da, ne? Ja, komm. Egal. So, Freunde. Bevor ich hier... Oh, okay. Der Agent kommt. Der Agent. Scott, der. Wie? Ich bin mir sicher, dich irgendwo schon mal gesehen zu haben. Ich habe mich eigentlich schon vorgestellt. Ich bin Scott. Eben ist die Aqua von ihr geflohen, als sei es eine Horde Hornissen hinter ihnen her. Lass mich raten, du hast sie verjagt? Vielleicht dieser Trainer, sehr gut, ja. Ich denke, wir werden gute Freunde werden, ja. Wir sollten uns in unseren Pokénuffs eintragen. Schwuhul. Dieser Scott wurde in Pokénuff-Verzeichnis eingetragen. Dieser Scott, ja, wie man ihn zu rufen pflegt. Ich würde dich gerne auf einen Weg begleiten, aber natürlich möchte ich auch andere Talente im Auge behalten. Daher werde ich jetzt andere Orte besuchen. Wir sehen uns, Otto. Dieser Otto, von dem alle reden. So, Leute. Was ich sagen wollte, ne? Wie sieht eigentlich unser Team aus? Ist das frisch? Ja, das ist frisch. Ich rekapituliere, wir haben Flasti Level 17, der bald Level 20 erreichen wird und sich dann entwickelt zu einem Kickli. Warum zu einem Kickli? Entschuldigung. Deshalb, weil der Angriff um deutlich höher ist als die Verteidigung. Deshalb wird es ein Kickli werden. So, ja. Dann haben wir noch Piotr, Eule und den VM-Sklaven Danilo. Also, ziemlich ausgedünnt, unser Pokémon-Team, ne? Wird Zeit, dass wir was Neues fangen dürfen. Und ja, bevor ich hier mich dem Spiel zuwende, mich... Wow! Boah, das gibt's doch nicht. Scott wieder, sag mal. Oh, hey, hey! Wenn das nicht, Otto ist. Lass mich raten, Otto. Du stellst dich der Herausforderung im Kampfcamp. Ja, eine gute Idee. Eine wirklich gute Idee. Denn ein starker Trainer ist wie geschaffen für das Kampfcamp. Gib dein Bestes. Kampfcamp? Es ist mir erstmal neu. Also ich habe Smaragd, glaube wirklich einmal in meinem Leben gespielt. Das ist mir jetzt neu. Willkommen im Kampfcamp von Graffitport. Ich begleite dich zum Wechselkampfturnier. Möchtest du am Wechselkampfturnier teilnehmen? Ja. Ja, gut. Bevor du dich Herausforderung stellst, speichere ich dein Spiel, okay? Was hat der denn für Macht, bitte mein Spiel zu speichern? Das ist ja Gottes Werk hier, was hier verrichtet wird. Na gut. Bitte hier entlang. Also, Freunde, kennt ihr Sisyphus? Sisyphus. Wahnsinnsname. Wir nehmen deine Pokémon in unsere Obhut. Dann kannst du dir aus einer Anzahl von Pokémon ein paar ausleihen. Ausleihen? What? Sind das hier random Pokémon? Wingull, Knilz, Maschok. Das ist ja nur... Oh, Schluckwech, okay. Ich wollte sagen, es ist ja nur Schrott, aber Schluckwech ist geil. Den nehme ich, aber müssen wir mal kurz angucken. Schluckwech ist richtig nice. Piotrs Lieblings-Pokémon übrigens. Keiner kennt Piotr, ich weiß. Aber es ist Piotrs Lieblings-Pokémon. Ja, Hammer. Ja, das nehme ich auf jeden Fall, komm. Schluckwech, du bist dabei. Ach, wie viel habe ich denn? Drei? Oder was wahrscheinlich, wa? Maschok, dann nehme ich auch Maschok mit, ja. Das sagt mir noch am ehesten zu. Ach, kann nur Karateschlag, oh. Okay, was gab's noch? Knilz, Augen, eigentlich so schlecht. Kommt drauf an. Ja, komm, den nehmen wir als Statusmaschine mit. Oh Mensch, nicht Bericht. Im fünften Mal. Nein, so. Und jetzt haben wir Dings, dann haben wir Pflanze und. Komm hier, ich stehe auf Elektro, ne? Ich bin ja Elektro-Fan. Lade. Ja, komm, das sieht gut aus. Nehmen wir mit. Voltoball, bitteschön. Jo, alles klar. So, was erwartet mich jetzt? Bitte hier entlang.
Also sag mir echt gar nichts, das Kampfcamp, ne? Ich bin gespannt. Das ist wie der Kampfturm wahrscheinlich, oder? Deine Stärke ist zu vergöttern. Oh, ja. Oh. Say my name, bitch. Say my name. Okay, so, was geht ab jetzt? Wir kämpfen also 3 gegen 3 mit random Pokémon. Geil. Cool. Oh, hätte ich meinen Mashok mitgenommen. Toll. Kommt ein Normaltyp, wisst ihr? Naja. Level 30 sind wir alle, okay. Komm, die kriegt direkt einen Gainer ab. Da kenne ich gar nichts. Gainer ist eine Hammerattacke. Ich stehe auf Attacken, die außerordentlich eine hohe eine hohe Trefferquote haben. Ja. Komm. Ein Body Slam ich bin paralysiert. Ich glaube es nicht. Na, was willst du machen? Okay, Schlammbad. Alter, was? Achso, nee. Quark hier. Jetzt kann ich gleich Schlafrede machen. Ha, die schläft ja gleich. Oder auch nicht. Mann, der Hölle, Bitch. Entschuldigung. Ich sage Bitch außerordentlich oft momentan. Bitch. Also das dritte Mal, jetzt habe ich Bitch gesagt. Quasi das vierte Mal. So, Schwalbini. Wir haben ein Voltoball dabei. Glücklicherweise. Ah, nee. Ich habe gerade gedacht, ich könnte vielleicht noch einen Gainer raushauen, aber ich bin paralysiert. Also bringt das nichts. Dann, so jetzt also Voltoball. Notsituation. Ja, ne. Gut, ein Glück. Ein Glück. Oh, ich habe gar nicht geguckt, welcher Typ, also physisch oder speziell hier was ist. Ich nehme einfach mal Funkensprung. Also Freunde, kennt ihr Sisyphus? Ja, der Sisyphus aus der griechischen Mythologie. Ja, aus der griechischen Mythologie. Der Sisyphus, der hat dem Tod getrotzt und wurde dann von Hermes letzten Endes in die Unterwelt geschickt. Oh, Feuer. Haben wir Wingull mitgenommen? Nee, haben wir nicht. Ja, schade. Ach, wir haben Walzer. Ah, jetzt bin ich wieder zu blöd, um zu wissen, ob Gestein effektiv gegen Feuer ist oder wirklich nur Boden. Aber wohl Gestein auch, oder? Ach, sieht auf jeden Fall gut aus für einen ersten Walzer. Da kann nichts schief. Das ist okay. So, und der wurde dann in die Unterwelt geschickt, der Sisyphus, um einen Stein... Alter, ein zweiter Volltreffer. Wahnsinn. Um einen großen Stein, einen Steinkugel könnte man mal, okay, daneben, einen Berg hochzurollen, um dann kurz vor der Spitze wieder, also dass der Berg dann, der Stein meine ich, kurz vor Ende dann wieder ins Tal hinunterrollt. Und, oh Gott, aber wir sind schneller. Okay, ich war dran. Vergiss es, was ich gerade gesagt habe. Ich mache jetzt hier einen Funkensprung, dann ist Feierabend. Alter, was? Wie keine Wirkung? Hä? Ist ja Boden? Ist ja gestorben. Was? Dann muss ich jetzt diese blöde Walzer treffen. Meine Herren. So, er rollt also immer und immer wieder diesen Stein da hoch. Und dass der immer wieder runterrollt. Ne? Also eine dauerhaft dämliche Aufgabe, die kein erkennbares Ende hat. So, und ich war heute dieser Sisyphus. Also man könnte sagen, Ottofuss, könnte man sagen, ne? Vielen Dank für deine Teilnahme. Deine Pokémon sind gleich wieder topfit. Ich war heute Ottofuss, denn... Hast du noch einen Kampf? Achso, das geht jetzt immer weiter. Ja, das müssen wir jetzt hier nicht machen. Das können wir mal an gegebener Stelle, können wir das hier mal durchzocken. Aber jetzt gerade noch nicht. Haben wir jetzt mal gesehen. Schön. Machen wir später. So, ich war dieser Ottofuss, denn... Ich arbeite ja, immer so viel. Und ich arbeite bei einem YouTube-Unternehmen. Also ich produziere noch zusätzlich. Oh, Route 110. Sekunde mal, ich muss mal hier kurz meine Datei öffnen. Das hätte ich natürlich auch mal vorher machen können. Ich lappen, ne? Denn ich habe mir ja aufgeschrieben, wo ich schon welche gefangen habe. So, Route 110, zack, steht noch nichts. Ich darf ein Pokémon fangen. Okay, Baby, ich darf ein Pokémon fangen. Oh, was? Was ist er denn hier? Ich will Pokémon fangen. Was ist der Bock? Oh, Otto, ich dachte mir schon, dass ich dich hier treffe. Wo mag Maike sein? Ja, wo ist er denn? Achso, ihr beiden seid nicht zusammen. Oh, wir sind wohl zusammen, mein Schöner, aber die Maike, kleine, ne? Ach so, zusammen unterwegs. Ich habe schon davon gehört, der Pokénerv ist mit dem Trainer-Rufsystem ausgerüstet. Dann werde ich dich bei einem Pokémon-Verzeichnis eintragen. So kann ich deinen Pokédex beurteilen, auch wenn du weit weg bist. Ach, noch so eine Nummer da drin, ey. So. Otto, bitte.
Bitte. Sekunde. Bitte achte ein wenig auf Maike. Halte sie und enge Umarmung, meine Maike. Ja. Ich achte ganz gut auf sie, Schwiegerpapa. Ja. Nun muss ich mich aber beeilen, man sieht sich, Ottchen. So. Also, wie gesagt. Jetzt. Rum, ihr Eier hier. Komm, ich fange mir jetzt erst ein Pokémon, dann erzähle ich meine Otto-Fuss-Geschichte. Kann nicht sein, ja. Okay, hier gibt's Kämpfe. Also, jetzt dann doch erstmal das Pokémon. Oh, direkt. Erster Schritt. Komm, gib mir was Gutes. Kein verdammtes Zigzags jetzt. Bitte, Random, schlag ordentlich zu. Und wieso? Das gibt's doch nicht. Wieso kriege ich denn hier nur Schrott? Mann! Ich will ein schönes, ordentliches Random-Pokémon haben. Ich hab ein blödes Visor. Aber was soll's? Sei ja mal Visor, ne? Visor. Tja. Hast du Visor? Visor haben oder nicht haben? Immerhin mal ein viertes Pokémon. Normaltyp, ey. Weißt du, mir mangelt's hier wirklich an Typen. Ich habe allen möglichen Scheiß. Aber mir fehlen Typen. Ja. Mir mangelt's an Typen. So, das kann ich jetzt hier nicht wirklich weiter schwächen. Darum. Oder. Nee. Ah, nee, ich muss jetzt losballern hier mit meinem. Losballern mit den Bällen. Losballern. Bällen. So. Wieso also? Na, komm zu mir, Baby. Zack, zack, zack. Yes, wieso wurde gefangen? Herzlich willkommen. Und dann muss ich an dieser. Es ist ein weibliches Wieso. Okay. Dann muss ich an dieser Stelle mal meinen Spitznamenzettel zücken. Wen haben wir denn hier an Weiblichkeiten, der einem Wieso gerecht werden würde? Gucken. Also. Ein Spitzname, ja bitte. So, mal schauen. Ich hab's hier schon. Okay. Ich hab schon, ne? Bitte das mit seinem. Ich weiß nicht. Also gut, mir mangelt es tatsächlich an weiblichen Namen. Das liegt daran, dass Frauen mich generell nicht mögen. Und deshalb haben sich auch wenige gemeldet, hier Teil meines Teams sein zu wollen. Aber es gibt da jemanden, der mag mich. Das merke ich zumindest an den Kommentaren. Und ich kann mir das selbst nicht erklären, Freunde. Aber wir werden jetzt definitiv diesen Namen nehmen. Und zwar. Erstmal klein, wo ist denn hier? So. Juni. Ja. Okay, Leerzeichen. Groß, bitte schön. Blüte. Juniblüte, Hallöchen. So, Juniblüte, meine Schöne. Ich möchte dir ganz kurz vorstellen, wer du bist, Juniblüte. Du bist ein wunderschönes, sehr liebreizend anzusehendes Visor mit einem großen Schwanz. Vom Wesen her locker. Kommst du damit klar? Bist du vom Wesen her locker? Deine Fähigkeit ist Angsthase. Ja? Erleichtert das Entkommen. Ja, ich hoffe, du kommst damit klar. Ich freue mich sehr, dass ich dich im ottoischen Team begrüßen darf. Ich hoffe, du wirst mir gut dienen, Juniblüte. Und ja, herzlich willkommen, muss ich einfach nur sagen, ne? So, also, der Ottofuss, ne? Zählt mal jetzt hier. Ich arbeite ja bei einem YouTube-Unternehmen und produziere dort Videos. Und dann hat sich das ergeben, dass ich ein und dasselbe Video dreimal ungefähr geschnitten habe, denn also anderthalb Stunden Schnitt und dann ist es technisch ist einfach abgeschmiert, zack, weg, nochmal geschnitten, Kleinigkeit, hat nicht gerendert, nochmal geschnitten, was soll's, weißt du, dann hat's aber geklappt und ich habe mich hart wie der gute Ottofuss gefühlt. Es war eine schreckliche Situation für mich. So, ja, wartet jetzt auf jeden Fall Doppelkampf. Ich werde überall hingehen, um meine elysischen Pokémon zu präsentieren? Elysische Pokémon sich gegenseitig helfen. Es gibt keinen lieblicheren Anblick. Elysisch. Das Wort werde ich direkt mal googeln. Das ist ein Wort, was mir sehr gefällt. Auch wenn ich noch nicht weiß, was es bedeutet.
Aber Elysisch ein schönes Wort eigentlich. Und Dictri Morabel. Holy crap, da muss ich aber mal ganz fixen Flasti raustun hier. Der hat ja nichts verloren, ey. Flasti. Morabel und ich bräuchte Wasser. Ich habe kein Wasser. Ich habe keine Typen hier. Keine Typen. Ah. Nix Wasser, nix Elektro, nix Pflanze, nix davon. Wir haben einfach nur ein Biss. So, wir beißen jetzt hier erstmal zu. Und schauen dann weiter. Okay, das bringt so viel, nehmen wir was anderes. Eule hat mir bisher immer gute Dienste geleistet und die wird sich jetzt erstmal aufjaulen. Das war auch recht erfolgreich. Kopfnuss auf Morabel. Oh nein, Sandwirbel. Nein, ich mag keinen Sandwirbel. Ah, siehst du? Kopfnuss. Haut rein, Freunde, haut rein. Bam. Ja, Heuler ist nicht gegen Euler. So nicht, mein Freund. Komm, nochmal Jauler. Und Kopfnuss auf Morabel, der sollte dann das Zeitliche segnen. Zack. Volltreffer schmoren der Hölle. Und ja. Euler 142, so drei haben sie noch. Und damit habe ich mich jetzt. Oh, ein Sonnenfell. Kein Wasser, nein. So, Angriff doppelt gestiegen. Das ist ein gutes Zeichen. Führen auf, Ruhe auf. Na komm, hier machen wir erstmal weiter Kopfnuss. Diesmal auf Dictri, aber. Ah, Intensität 7. Mach keinen Scheiß, Junge. Mach keinen Scheiß. Okay, gut. 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 Gut, damit komme ich klar. Alles gut. Alles gut. So. Und. Wow. Oh, wow, wow. Volltreffer, okay. So, wir geben jetzt mal einen Aufruhr raus. Ah, ja gut, das ist halt ein Sonnenfüll, ne? Man macht es nicht so viel. Wir sind ja nur ein Normaltyp. Und bitte Kopfnuss auf, Dick Dry. Oh, oh. Okay, oh, Intensität 10 und es wäre eng geworden, ja, aber das dürfte Piotr überleben. Volltreffer! Oh, gut, gut, gut. Alles klar, alles gut. Alles gut, Freunde. Ich muss lediglich heilen. Oder tauschen, aber zu was? Ja, zu was? Wir haben ja nix. Ah! Okay, okay. Ich muss hier weg. Beziehungsweise ich muss hier heilen. Was haben wir denn? Ne, wo sind wir denn hier? So, Sprudel haben wir ja uns ergattert. Obwohl das viel zu viel ist. Wir nehmen einen Supertrank, das reicht. Erstmal auf Eule. Genau 50, hervorragend. Doppelteam, ja herrlich. Wir haben ja alles zum Nichttreffen. Und Härtner. Komm, komm, was willst du eigentlich von mir? Hahaha! Doppelt aufgepumptes Eule gegen einen Nicht-Steintypen. Hervorragend. Piotti Level 19. Eule Level 20. Wer doch Flasti nur schon Level 20, mein Herr. Eule macht einen Aufruhr. Und komm, dann gönnen wir uns gleich noch einen Trank. Was soll der Geiz? Auf einen guten Piotti. So. Alles auf Anfang, sage ich nur. Aufruhr! Ja, ist nicht effektiv. Was ist das? Was soll das? Was soll ich sonst machen, Spiel? Hm? Was soll ich machen gegen Steintyp? Nix. So, ist erst alles halt für einen Arsch hier. Komm, wir machen Unlicht. Ist das nicht Psycho? Ach, es ist Psycho. Ich dussel. Hätte ich nicht gleich Biss gemacht. Na, na egal. So, ah, oh, Mensch. Ich wollte. Ah, wieso habe ich nicht Flasti hier mal kurz reingenommen? Der muss verdammt nochmal Level 20 werden. Ah, Schönheit reicht nicht aus. Was? Was denn? Ich weiß nicht, was ich habe. Ich habe es nicht gelesen. Oh, Eule entwickelt sich, Freunde. Okay, Eule. Oh, geil. Geil. Willkommen, Krakelo. Aka Eule. Nice. Wir haben ein Krakelo, ein mächtiges. Alter, Eule Krakelo macht sich hier echt zum eines meiner stärksten, essentiellsten Pokémon im Team. Wahnsinn. Wahnsinn, Freunde. Nachdem das gute Spooky leider den Geist aufgeben musste, ist jetzt Euler tatsächlich eins unserer Starspieler geworden. Wahnsinn. Gut, Leute, das war's als aber erstmal mit diesem Part. Wir sehen uns im nächsten, wenn ihr mögt. Wenn ihr auch mögt, wenn euch der Part gefallen hat, macht es so gerne kenntlich mittels eines Daumen und oder Kommentars. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin sage ich tschüss, Leute, Valadoeres und bis bald.